Okay, ich glaube, hier müssen wir erstmal zurück. Jetzt haben wir die Bilder für ihn, ne? Finde doch bitte meine 3 Zeichnungen. Ja, der Wind hat sie versteckt. Keine Sorge, ich gebe euch etwas im Gegenzug. Ah, vielleicht gibt er uns Pigmente. Das ist meine. Diese perfekte Zeichnung. Sie ist beeindruckend, nicht wahr? Diese wird die blaue Jade-Halskette genannt. Oh, eine schöne Frau erregt Aufmerksamkeit. Und doch wird das echte Motiv, eine Halskette der Tugend, verdeckt. Ach, das ist so interessant. Naja, Künstler halt. So, und was sagt er hierzu? Meine schöne Zeichnung, ihr habt sie gefunden. Diese ist besonders phänomenal. Sie heißt die Gräfin von Nora. Der tiefe, stoische Blick der Gräfin. Oh, und diese perfekt dargestellte Pose. Hauptsache, er gibt uns nachher was dafür, was wir brauchen. Ah, eine meiner Zeichnungen. Das ist eine besondere Frau im Feld, heißt sie. Die subtilen, dunklen Blüten bilden einen gewaltigen Kontrast gegen die Unschuld eines jungen Mädchens, das Trost sucht. Okay. Sieh an. Es scheint, ihr habt alle meine Zeichnungen gefunden. Die Sicherheit meiner Zeichnungen ist eine Belohnung für sich selbst, oder? Da sie ja absolute Meisterwerke sind. Nein, nicht dein Ernst. Ich brauch was. Brauch was von dir. Kein Respekt vor künstlerischer Brillanz, wie ich sehe. Na schön. Was habe ich hier rumliegen? Was kann ich loswerden? Ah, hier. Nimm das. Und nun lass mich bitte in Ruhe. Kunst erfordert Einsamkeit. Du hast Farbpigmentpulver. Gut, um Farbe zu gewinnen. Sehr schön. Aber wir brauchen trotzdem noch ein Gefäß. Ein schönes Gefäß. Was haben wir denn hier? Nur das Reibeisen hier. Okay, dann gucken wir mal zu dem Gitarrenfuzzi. Gucken, was wir für den brauchen. Dürfen wir jetzt eigentlich aus dem Viertel rein und raus? Ohne, dass wir jedes Mal zahlen müssen? Ich hoffe. Hier sieht so aus. Falsch rum. Da zeigt die Ente hin. So, hier sitzt nämlich ein Gitarrenheini. Hey, hallo. Hör mal auf, uns zu ignorieren. Hey, die Gitarre sieht wirklich toll aus. Willst du handeln? Meine Gitarre? Ihr wollt meine Gitarre? So einfach wird er sich nicht davon trennen. Ich tausche sie gegen... Jetzt kommt's. Wäre er nicht eine gute Gesellschaft für die Tussi? Wenn er... Das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf. Eine Melonenscheibe. Ah, das ist alles? Ist das dein Ernst? Das ist eine Mitteldistriktfrucht. Im armen Viertel schwer zu bekommen. Ich bin halt eine Melonenente, süß und saftig. Du bekommst deine Melonenscheibe. Warte einfach hier. Ich geh nirgends hin. Okay, bei dem Obsthändler, der uns schon mal gesagt hat, dass es bei ihm Obst gibt. Hoffentlich finden wir den jetzt schnell wieder. Wird schon sehr verwinkelt hier. Wie gesagt, ich würde mich über eine Map freuen, wo man dann nur klicken muss. Das wäre ja wahrscheinlich zu einfach. Ist hier irgendeine Gesellschaft für diesen... Ich wünschte, mein Mann müsste nicht so viel arbeiten. Nein. So, wie kommen wir denn jetzt in diesen Mitteldistrikt? Ah, ja, genau, hier war das. Und da vorne gab es diesen überaus auffälligen Obsthändler. Schinswaren, Leute, holt euch eure Waren bei Shin. Wir haben alles, sogar Obst. Wir hätten gern etwas von dem Obst, Sir. Haben Sie ein Stück Melone für uns? Melone? Wie wäre es mit Äpfeln? Die sind auch lecker. Also, Sie haben also keine Melonen? Nun doch, aber
Melonenkerne aus dem oberen Bezirken sind schwer zu bekommen, also habe ich mir meine letzte Melone als Geschenk aufgehoben. Ein schickes Geschenk im Armenviertel jedenfalls. Oh ja, aber meine Geliebte verdient nur das Beste. Oh, ich verstehe. Die Melone ist ein Geschenk für ihre Frau. Nein, sie weiß genau genommen nichts von mir. Oh, jetzt wird er ganz rot. Ah, also ist unser Freund Shin hier auf der Suche, ja? Ja. Ich habe noch nicht den Mut dazu aufgebracht. Sie ist sehr schön. Ein bisschen schüchtern, was? Also, wie wäre es damit? Ein Date im Austausch für diese Melone? Ein Date? Mann, ihr wollt diese Melone wohl unbedingt, was? Kein Date mit mir, du Idiot. Ich rede von dem Mädchen, das du magst. Oh, klar, natürlich. Oh Gott, der ist auch verpeilt. Nun, wenn ihr mir ein Date mit ihr besorgen könnt, das wäre die Melone wert, nehme ich an. Aber es gibt immer Raum für Verhandlungen. Wie wäre es mit einem Stück meiner Melone? Ja, das würde ja auch reichen. Puh, du bist eine harte Nuss, Herzensbrecherchen. Gut, ein Stück Melone genügt. Ich glaube, der wollte auch nur ein Stück Melone. In Ordnung, zuerst schreibe ich uns einen romantischen Brief. Ja, dann kümmern wir uns um den Rest. Einen romantischen Brief? Also jetzt? Und beeil dich, ja? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also er soll einen romantischen Brief schreiben. Okay. Wartet hier. Okay, ich schaff das. Ich schreibe einfach auf, wie ich mich fühle und so. Geliebte Liebe meines Lebens, die sehr süß aussieht. Ich bin Shin von Shins Waren. Kauf deine Waren bei Shins Waren. Ach, nein, die letzte Zeile ist nicht gut. Jo, bist jetzt fertig? Nur noch einen Moment. Wie auch immer, warum treffen wir uns nicht und knutschen ein wenig? Ich gebe dir sogar einen Rabatt bei Shins Waren. Oh Gott, ich glaube, das ist eher ein Kaufmann als irgendwas anderes. Moment, vielleicht sollte ich ihr keinen Rabatt geben. Ehe man sich versieht, wird jeder einen wollen. Oh, und ich habe sogar ein schönes Geschenk für dich vorbereitet. Eine luxuriöse Frucht, obwohl ich ein Stück für einen Kunden reservieren musste, entschuldige. Also bitte verabrede dich mit mir. Lass uns den ganzen Tag lang gemeinsam potenzielle Kunden ansprechen. In Liebe, Shin von Shins Waren. Er hätte sogar Chancen, mit diesem Liebesbrief jemanden für sich zu gewinnen. Und zwar, wenn die Person, in die er sich verguckt hat, genauso eine berechnende Kauffrau ist, wie er Kaufmann ist, dann würde sie das wahrscheinlich richtig super finden. So, der Brief ist fertig, Leute. Endlich. Er hat kaum eine Minute gebraucht, um einen Liebesbrief zu schreiben. Und du beschwerst dich? Ich bin kein großer Romantiker, okay? Ich meine, was ist falsch an altmodischen Zuzwinkern? Bitteschön. Ich hoffe, ihr werdet sie überzeugen. Und wie sieht sie eigentlich aus und weißt du, wo sie wohnt? Sie geht hier oft in Richtung der Arbeiterstatue. Es ist wahrscheinlich, dass sie im Zagat-Bezirk lebt. Und wie sieht sie aus? Nun, sie hat schönes, lockiges Haar. Oh, und eine Brille. Ach, vielleicht diese Bibliothekstante da? Das wird helfen. Dann bis später. Viel Glück, Freunde. Du hast einen romantischen Brief. Du behandelst ihn besser vorsichtig. Ich behandle alles vorsichtig. Gibt's hier noch irgendwie so jemand als Gesellschaft? Kauft meine Waren, wir haben alles. Nee. Also ich gehe jetzt erstmal zu der Frau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir in den Bezirk kommen. In den anderen. Ah, warte mal. Am Arbeiterhaus vorbei. Wo war denn das? Alles so verwirrend hier. Ah ja, jetzt weiß ich. Und ihr lasst mich schön durch, ja? Okay.
Nein, nicht hier. Oder? War die hier noch drin? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah ja, wir müssen hier weitergehen, glaube ich. Und hier nochmal. Und da? Nein. Da? Auch nicht. Oh oh. Langsam wird's unübersichtlich. Ich weiß, zu welcher Tante Emma ich will, aber ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ach, war die nicht auf dem Hauptplatz? Ich weiß es nicht mehr. Das war eine Türe. Da musst du durch eine Türe reingehen. Ah, nein, das war noch weiter im Mitteldistrikt, oder? Da, wo die Ratsleute wohnen. Kann es sein? Ich glaube, jetzt wird es unübersichtlich. Da lang. Da lang. Nein, da ist die Mutter. Da? Nee, da war die Reiche. Die Gesellschaft braucht. Ich glaube, ich muss mir doch eine Karte zeichnen. Da können wir nur in die Schule. Da kommen wir nicht rein. Da hinten. Da ist das. Da geht es auch nirgends weiter. Ah, war das nicht hier hinten? Ja, genau. Nein. Bei dem Hund. Da müssen wir noch eins weiter. Eine Tür weiter von dem Hund war das. Hier. Da. Die da. Sie hat Locken und eine Brille. Oh, es tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über solche Dinge. Aber ich habe was für dich. Guck mal. Magst du das da haben? Oh, was ist das? Ein Brief? Yep. Los, lies ihn. Etwa jetzt? Hey, Jamie. Hallo. Hallo, du. Ja, jetzt. Wenn es dir nichts ausmacht. Ah, nun, warum nicht? Mal sehen. Ach, du meine Güte. Er ist von Shin. Ich kann es nicht glauben. Und er ist so ein Poet. Also, Shin hat euch also geschickt, um ein Date zu vereinbaren? So ziemlich, ja. Er hat ein... echter Fang, also was sagst du? Oh, ich mag ihn schon seit Monaten. Bingo. Na, wieder fleißig am Streamen? Ja, wie du siehst. Aber... Aber was? Kann ihn doch nicht so treffen mit meinem schlichten Gesicht und der großen Brille. Ach komm bitte, also er kennt dich doch so wahrscheinlich nur, oder? Ah, wahrscheinlich müssen wir ihr dann die Schminksachen bringen. Oh, da musst du dir keine Sorgen machen, du bist wirklich hübsch. Ja, entspann dich, Shin wird das egal sein. War von euch schon jemals? War einer von euch schon jemals auf einem Date? Beide. Das haben sie auch vergessen zu übersetzen. Both. Seht ihr? Ihr wisst nicht, wie Männer sind.
Er wird mich ohne Make-up in genau 2 Sekunden abweisen. Jetzt wart mal eine Sekunde. Nein, ohne Make-up habe ich keine andere Wahl als abzulehnen. Okay, okay. Wir werden versuchen, Make-up für dich zu finden, okay? Nairi, sieht das für dich wie der reiche Bezirk aus? Wo sollen wir denn Make-up herbekommen? Du hast recht. Ich muss einfach allein bleiben. Für immer. Weil sie kein Make-up hat. Hör zu, wir müssen das einfach klären, Sayo. Lass uns irgendwie etwas Make-up finden. Also die Pigmente hätten wir ja schon. Uns fehlt noch dieses Döschen. Ich habe nur gar keinen Plan, wo wir ein Döschen herbekommen könnten. Ich meine, vielleicht können wir der Waschfrau das Ding hier mal wieder zurückgeben. Ja, genau, weil alle Frauen vor 2000 Jahren auch Make-up getragen haben. Naja, die Edlen schon. Nicht alle, aber... viele. Wir brauchen unbedingt noch so ein Schminkdöschen. Und, was ist denn das da? Wow, sie hat fast so viele Bücher wie Rex. Wo könnten wir ein Döschen herbekommen? Ich glaube, er ist glücklich. Ach, das sind die leckersten Knödel, die ich je probiert habe. Ja, dann ist ja gut. Ich fühle mich schon besser. Geht doch viel länger noch, als ich dachte. Ich dachte, wir sind schon kurz vor Abschluss, aber im Moment sieht es gar nicht so aus. Also, wir brauchen das Döschen und wir brauchen eine Gesellschafterin für diese Dame. Das sind jetzt die zwei Sachen, wo ich eigentlich noch nicht so recht weiß, wo wir es herkriegen könnten. Ich guck mal, ob die Mama da ihr Waschbrett wieder zurücknimmt. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, das will sie nicht haben. Bringt Karlitschol her, diesen Faulenzer. Ich wette, er faulenzt in der Nähe von Karims Versteck und träumt davon, der Gang beizutreten. Da bin ich mir sicher. Bringt ihn zur Vernunft. Und sie erzählt mir ein paar Gerüchte. Und sonst gibt's hier ja nichts. Nur ein Haufen Wäsche. Habt ihr eine Idee? Noch gucken könnte? Ich meine, er ist ja jetzt glücklich und will seine Ruhe. Ich dachte gerade, da könnte noch eins drin sein. Lasst mich bitte in Ruhe. Kunst erfordert Einsamkeit. Vor allem hört hier voll die Musik auf, ja? Es wird total ruhig. Wir können ja nochmal im Heuhaufen suchen. Das scheint nicht zu funktionieren. Hey, die Kiste ist geöffnet worden. Leer. Also hier ist nichts mehr. Oder noch nichts, vielleicht später. Was haben wir da hinten noch? Ah, so entspannend. Ich weiß gar nichts, ich sitze hier nur. Ach, wäre vielleicht nicht dieser Pinguin was für die einsame Tante Emma? Ah, du bist zu Gunther zurückgekehrt. Das muss Schicksal sein. Wir sind nur auf der Durchreise. Bitte rede nicht mit mir. Was? Schon wieder abgewiesen? Warte, warte. Gunther bittet um einen Gefallen. Lass sie einfach in Ruhe. Nein, nein, nein. Nicht diese Art Gefallen. Gunther möchte sich ändern. Was meinst du das ernst? Was ändern? Deine Unterwäsche? Unterwäsche? Nein, Gunther hat schon vor 2 Tagen seine Unterwäsche gewechselt. Oha. Nein, Gunther hat ein viel ernsteres Problem. Gunther leidet unter furchtbarer Traurigkeit, ja. Einsamkeit nagt an Gunthers Seele. Gunther sucht nach wahrer Liebe. Klar, sicher tust du das. Gunther ist sich sicher, ja. Also muss ich euch fragen, Gunther oder Günther?
Hat jemand von euch zufällig eine Dame getroffen, die leidenschaftliche Romantik braucht? Das haben wir tatsächlich. Vielleicht haben wir das. Wirklich? Gunther wird sich eurer Gruppe anschließen, ja? Zeigt Gunther seine wahre Liebe. Oh, du hast Gunther, aber wie, mal eingepackt. Wo ist er hin? Ist er gerade... Kann er überhaupt da reinpassen? Errungenschaft freigeschaltet. Pinguin-Paradox. Mir fällt auf, also wir haben jetzt tatsächlich einen Großteil der Stofftiere, die wir in dieser kleinen Rückschau, wo wir die Stofftiere suchen mussten, als lebende Wesen gefunden. So ein bisschen habe ich immer noch den Verdacht, dass sie das sich alles dort zusammenreimt und eine nette Kindergeschichte irgendwie ist für sie. So, sie wacht am Ende auf und alles war nur erdacht. Guck mal, schau mal. Oh, die passen doch perfekt zusammen, guck mal. Was zum... Wen habt ihr für mich eingeladen? Ich verlange eine Vorstellung. Oh, Gunther will nicht stören. Nein, nein, bitte nehmen Sie Gunthers aufrichtige Entschuldigung an. Nein, Gunther wurde hergebracht, um wahre Gesellschaft zu finden und steht nun vor Ihnen, erstaunt über diese reine Schönheit. Oh ja. Ach du meine Güte, was für ein positiver, charmanter Gentleman. Gunther, sagst du? Bitte nenn mich Bahira. Bleib doch eine Weile, okay? Und sich in der Schönheit eines echten Engels sonnen? Gunther wäre sehr erfreut und geehrt. Ja, Gunther wird bleiben. Ich muss sagen, ihr minderwertiger Abschaum der Gesellschaft habt euch wirklich für mich eingesetzt. Danke. Hey, Schickimicki, wie wär's mit einer Entschädigung? Wie unhöflich. Trotzdem, ihr habt mich immerhin vor unerträglicher Langeweile bewahrt. Wirklich. Mein Mann hat mich zu Tode gelangweilt. Also hier, bitteschön, tauscht es gegen anständige Kleidung, hm? Ich habe das Schminkkästchen. Du hast einen Make-up-Behälter. Zwar leer, aber sieht schick aus. Ja, sowas. Genau wie wir es brauchen. Oh nein, guckt euch die beiden an. Ist das nicht furchtbar irgendwie? Und sie kuscheln schon. Psst. Psst, psst. Oh, Gunther, benimm dich. Benehmen ist nicht Gunthers Stärke, nein. Oh Gott. Ich gehe mal wieder. Sehr schön, jetzt können wir nämlich in die Schule und dem Mädel ihre Sachen bringen. Hier, genau. Mal gucken, ob sie reden. Klar, ich könnte euch etwas... Ah ja, okay. Ich muss ihr die Sachen in die Hand drücken. Wir haben alles dabei. Guck mal hier. Das ist doch hübsch, hm? Oh, das ist so schon ein schöner kleiner Behälter. Es ist perfekt zum Aufbewahren von Make-up. Und wir haben sogar Pigmente. Oh, was ist das? Pigmente? Die sind perfekt für die Herstellung von Make-up. Ich brauche aber immer noch einen kleinen Behälter. Den hast du doch gerade bekommen. Nee. Eigentlich habe ich jetzt alles, was ich brauche, um Make-up herzustellen. Wartet kurz, ich mache euch welches. Oh, aber es ist mein eigenes Geheimrezept, also müsst ihr eure Augen schließen. Ein bisschen später. So, fertig. Bitteschön. Judys selbstgemachtes Make-up. Wow, danke, Judy. Yippie, du hast Make-up. Das lässt dich schön aussehen, sagt man wenigstens. Und sieht aus wie neu gekauft, hä? Huh? Bei den anderen muss ich ja wahrscheinlich nichts machen. Die Popler da. Okay, das heißt, wir können jetzt zu der Hübschen gehen und ihr die Sachen bringen, wenn wir sie denn wiederfinden. Wir haben dir was mitgebracht. Du wirst dich sehr freuen. Ist das Make-up? Yep. Jetzt geh und leg es an. Oh, du hast ein Date, erinnerst du dich? Ja, gib mir eine Minute. Und das alles, was wir jetzt gemacht haben, machen wir für ein Stück Melone. So, wie sehe ich aus?
Oh, ich glaube, sie muss noch ein bisschen üben mit ihrem Make-up. Aber okay, es war ja das erste Mal. Von dem her, sie sieht süß aus. Du siehst anders aus. Oh, danke. Mein Selbstvertrauen steigt. Ich werde Shin sofort treffen. Okay. Ich glaube, er wird sie trotzdem bezaubert finden. Jetzt können wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen kruscheln. Wenn sie, da sie jetzt weg ist. Aber hier ist nichts Neues. Die Bücher spucken keine Münzen mehr aus. Okay. Aber wir haben jetzt... jetzt müssen wir erst zu dem Händler. Und unsere Belohnung einfordern.